das Bier, pump es ab, trink ihn aus den Humpen. Komm, lass dich nicht lumpen, man kann dich euch pumpen. Prost Leute und herzlich willkommen zu unserem ersten vernünftigen Let's Play. Hallihallo. Ja. Der Manuel hat ja letztens schon mal eine Runde gespielt und weil die Leute nach mehr gebrüllt haben, geben wir ihnen mehr. Wenn sie Schwanz wollen, gib ihnen Schwanz. Genau das gleiche habe ich mir auch gerade gedacht. Ja, echt? Und herzlich willkommen zu Let's Play Trials Evolution von Biergaming.at und das wird durchgezogen. Ich sag's euch, Freunde, wir ziehen es durch, auch wenn es wahrscheinlich sowieso nicht klappen wird. Das da hinten ist unser... Ich hab grad meinen Bildschirm, ich hab meinen Finger auf dem Bildschirm gezeigt. Das, der zweite von rechts ist unser Outfit, so sehen wir aus, glaube ich. So sehen wir nicht aus, aber fast so. Account haben, Spaß. Ach so. Aber so haben wir uns mal einen Account gemacht, das sah auch fett aus. So sieht mein richtiger Account aus. Gut, wir starten. Na gut, dann würde ich sagen, wir fangen wirklich von Anfang an, das heißt die Anfangsrunden werden jetzt nicht so spannend. Mit anderen Worten, jetzt gibt es erstmal die Lizenzprüfung, ja. Und wir wechseln uns ab, also macht der Malon jetzt erstmal schön die Lizenzprüfung, dann mache ich das nächste Rennen und dann macht er das nächste. Oder? Wir sind schlau. Und falls ich bei den Extreme Maps nicht weiterkomme, oh Junge, ich höre mich an wie Rambo, wenn ich so... So, wenn ich bei den extremen Maps später nicht weiterkomme, schätze ich, werde ich das Ruder dann vielleicht auch mal an Marlon übergeben, weil er das Spiel ehrlicherweise besser beherrscht. Deswegen haben wir auch beschlossen, kein Wer kann es besser zu machen. Weil es erstens in der Schlägerei, zweitens mit viel Blut und drittens ja, mit einem geschlossenen YouTube-Kanal enden würde. Also. Haben wir uns gedacht, lassen wir das besser mal, weil das könnte echt böse für den Christoph enden. Muss es jetzt auch noch nicht zuspitzen, sei doch froh, dass ich überhaupt schon mal zugegeben habe, dass du besser bist. Da hat er einen Erfolg freigeschaltet, denkt er auch, er wäre Baba. Null Problemo. Wie ist denn, mit 125er geht er ab wie Luzi. So, aber ja, machen wir mal das Kinderspiel. Wie ein Kinderspiel, du hier? Ach, Gratwanderung, scheiße, hat nur die 125er. Willst du auch mal was erzählen dazu, was ich mache? Ja, du brauchst es nicht zu drehen, sonst hören sie jetzt wahrscheinlich einen Knacksen, tut mir leid. Ich erzähle, kann auch von ihr erzählen, Chris und ich kuscheln. Ich hab einen harten im Garten, meine ich. Ich hab einen Garten zu Hause von meinem Haus. Genau. Der Mago Meister, das ist ähnlich. Nee, der guckt's nicht, zum Glück nicht. Sonst würde er wissen, dass wir ihm gleich eine Nein! Dass wir ihm morgen eine Gummipuppe schicken. Ja, da wollte ich hier den Frontflip für die Abonnenten machen. Geil, oder? Ist geil, du bist Christopher 5000, die Trials-Maschine. Ich seh's grad. Oh Gott, wenn ich erstmal die 250 gehabt, da ist die Kacke aber richtig am Dampfen, die brennt dann richtig. Geil, hat Bumm gemacht. Brosse auf einer Anfängerkarte. Anfängerkarte? Aber mit der, ich glaube, viel besser geht das gar nicht damit. Doch, man kann Gold fahren. Der geht Gold fahren. Glaube ich, bin mir nicht sicher, ich fahr mal einfach. Ja, kommt dir der Meister an? Haben wir auch schon die, wie heißt die, Strandgut? Haben wir auch Sandriskant? Haben wir auch Sandriskant drin? Wir haben auch Sandriskant am Start, wir haben auch die riesen Hupensohn, ne? Weil wir das Spiel, die Spielidee, das zu spielen, sozusagen garantiert nicht von Commander Krüger haben. Commander Krüger, Commander Krüger, wir hatten das nochmal gesagt. Der, dieses, ich weiß nicht mehr wie es hieß, der Typ, der diese Prominenten nachgemacht hat. Ja, genau. Dieses eine Special von CK. Ja, genau. Das war so cool, das Video. Das war so cool. Und er hat, gewonnen. Er ist als einziger ans Ziel gekommen. Bomben. Ja, Strandgut, das war die Map im Zweiten Weltkrieg. Also, ich habe das Spiel nicht zu Hause. Das ist meine... Oh, da geht's schon los mit Sand. Riskant. Ja. Aber muss schon sagen, das ist gut. Ich hätte ja gerade sauber Musik das anzumachen, aber das wird nicht so förderlich. Ich komme von unserer Audiospur. Goal. Wen schreibst du denn da an? Deine Fotze. Na genau, meine Yo, fuck. Deine Fotze. Mach auf. Du hast mir mach aufgeschrieben. Soll ich dir aufmachen? Ich hab dir mach aufgeschrieben, als ich auf die Klinge gedrückt hab. Sau schlau eigentlich. Oh Gott. Ich weiß. Du hast mir geschrieben mach auf. Nee, du hast geklingelt. Und dann hast du geschrieben mach auf. Nein, ich glaube, ich hab's gleichzeitig geschrieben. Ich hab versucht das zu machen. Chris, wir wurden von Xbox Live getrennt, sind jetzt kacka. Jetzt sind wir so kacka, Pups. Ihr merkt, wir sind Trollo. Erzähl doch mal ein bisschen was aus unserem Leben, was wir heute noch so machen. Heute? Easy! Wo man von Teufel spricht. Heute ist Freitag, ja, und weil wir hier so Party-People sind. Ja, unglaublich, kann man schon sagen.
Kann ich auch einfach weitermachen? Glaube. Wir machen einfach mal weiter, was sie uns da erzählen. Das interessiert. Ja, macht der Marlon hier wieder gar nicht. Die. Nee, machst du die Lizenzprüfung? Dann macht er einmal Abfahrer. So, dann haben wir auch schon mal die Anfangsstrecken weg. Willst du nicht mal mit diesem scheiß Offline-Warnung abfacken oder was, ey? Gib dem Offline-Warnung. Sag mal, da oben blinkt was. Wo? Da, ja. Blinkt was. Könnte sein, zwar aufnehmen. Das ist ein Aufnehmen-Blink. Guck mal. Backflip für die Abonnenten. Ah ja. Soll ich mal Double Backflip für die Abonnenten machen? 1, 2, 3. Mach doch nicht Double Backflip. Das hat es verkackt. Ja, das ist natürlich schlecht, wenn man sagt Double und dann wird es ein Triple. Das ist natürlich nicht von Scheiße. Das ist natürlich nicht von Skill. Das ist ungefähr so, wie wenn man sagt, ich schieße jetzt den Infant. Nee, was habe ich gemacht? Wenn man ungefähr sagt, ich schieße jetzt den Heli ab und dann erwischt man den Jet. Ja. Das ist auch voll schlecht. Ja. Ja. Der Heli hat ja noch weiter gelebt. Der Jet macht ja eigentlich weniger Schaden. Also bin ich voll nicht der Team- und Tourensohn. Ja, da hat er auch schon. Da mal, der Motorrad ist da gerade auseinandergefetzt. Hast du noch nie gesehen, du. Mach Puh. Die alle denken wahrscheinlich, wir würden hier im Endstreaming rumhocken. Aber so hart ist es da doch nicht. Ja. Freunde der Nacht. Schaltet man was. Als nächstes frei, schaltet man als nächstes. Mädchen, da geht leider gar nichts. In Obergladbach oder wo auch immer das ab, da ist das Kerb oder sowas. Oh Scheiße. Scheiße. Hier gerade zwei Männer am Starthügel gefallen. Ihr seht auch schon, da ist Christopher Beep am Start. Ich habe den Namen wahrscheinlich schon so oft gesagt, dass es sich eigentlich gar nicht mehr lohnt, deinen Nachnamen zu zensieren. Ich habe auch schon 10.000 Mal gesagt. Aber es ist mir halt eigentlich so scheißegal, wenn mich einer auf der Straße anspricht und sagt, yo, du bist cool, dann sag ich, yo. Sagst du das jedem, der dich auf der Straße anspricht? Wenn ich auf der Straße also zu dir komme und sag dir, yo, du bist scheiße, sagst du, yo, ich bin cool, weil dann wäre es jetzt das Gegenteil. Oh Mann, Alter, was spiel ich eigentlich gerade zusammen? Ich konzentriere mich nicht, weil ich lachen muss. Oh fuck. Oh Gott, ich verliere die Kontrolle. Alter, brauch unbedingt neue Maschine. Ja, brauch ich vor allem einen neuen Skill. Muss ich mal irgendwo kaufen. Scheiße! Lass mal direkt Amazon gehen und Skill kaufen. Gib's oben einfach ein, ich will Skill. Sag mal, willst du zocken oder soll ich die? Ich zocke jetzt die C-Lizenz hier. Oh geil, das ist ja schon die 250, aber das ist nicht die gute 250. Nee, das ist erst, das ist... Ja, Junge, ich spiele jetzt gleich, wenn nicht. Wir sind hier live auf Aufnahme. Wir können es auch einfach Le Trash Let's Play nennen. Ich habe mich gerade am Kopf gekratzt. Ich habe ihm gerade den Penis in den Rücken gehauen. Nein, also... Ich habe mich gerade am Kopf gekratzt. Da macht er natürlich ganz schön den Befehl nach, ne? Ja, natürlich hier. Springt er gegen die Wand. The worst Herausforderung ever. Macht er den Plattform Backflip? Bitte. Da hat irgendwas geputet. Ja, die hat mir geschrieben. Jüh, was hat dir die Karte denn geschrieben? Ja, dass sie ganz viele Karten will. Karten will sie das, ja. Karten. Da hing das. Ist na, beim gerülpst. Letzten Mal bin ich hier aufs Klavier, hat Kling Kling gemacht, nicht? Ja? Ja. Das ist nicht lustig. Wir können noch was in der Garage kaufen, aber ich hab dir heute noch gar nicht Hallo gesagt. Ich kam hier an, hab dich Hurensohn genannt. Also Hallo, Marlon. Hallo, Chris. Ich fahr jetzt einfach weiter, weil ich cool bin. Ich fahr jetzt. Lötrolo. Also ihr seht, der Marlon fährt jetzt. Natürlich. Super. Und da hat er hier. Boah, hat der Junge Skills, Alter. Hat er hier Skills. Also seht ihr, er kann nicht mehr so toll. Ah, scheiße, kippt davon über. Okay, nein, doch, ich bin am Fahren. Jetzt hat Chris mal wieder den Player, weil bei mir geht es gar nicht. CD, ich hab den Player, ich bin natürlich der Skiller im Haus. Ja. Muss man schon sagen, wir wollen es auch gar nicht hier comparen, weil wie gesagt. Also für alle, die vielleicht schon das, was weiß ich, was könnte passiert sein. Austrian Wave könnte nicht mal sein, unser beschissenes Gaskommentar hier hochgeladen haben. Also Freunde der Nacht, es ist bald soweit. In der Woche vom 3. bis zum 10. Ja, 10. ist die Woche. September. Ihr werdet es nicht glauben, aber was wird passieren. Austrian Wave wird unser Gastkommentary hochladen. Das wir vor einem halben Jahr aufgenommen haben. Ja, es ist vor einem halben Jahr entstanden, ohne Scherz, also jetzt war wirklich kein Scherz. Also ich kann es ihm ja irgendwie auch nicht übel nehmen, weil manchmal haben wir halt auch irgendwie echt keine Zeit und so, vielleicht auch viel keine Zeit ist, aber ist schon hart, also 6 Monate ist schon hart, vor allem wenn er uns immer gesagt hat, er macht's, aber gut. Naja. Wollen wir uns gar nicht drüber aufregen, nisch. Ja. Auf jeden Fall wird es kommen und dann kommen vielleicht unsere neuen Abonnenten von den Werten hier Austrian Wave und vielleicht, ganz vielleicht,
ganz vielleicht auch von Rebels TV. Ja, wir sind schlaue Verfolger unseres Kanals. Ja, haben ja gesehen, dass wir ein Video gemacht haben mit 11 Likes, 11 Dislikes. Und dann haben schlaue Verfolger unseres Kanals gesehen, dass ich mich ein bisschen in den Kommentaren aufgeregt habe, dass die hässlichen Mitbewerber keinen Fairplay machen können. Vielleicht waren es ja auch nur hässliche kleine Kinder, die keinen Humor verstehen. Wer auch immer das Video von euch gedisliked hat, kann wenigstens mal drunter schreiben, warum er es gedisliked hat, weil... Wie gesagt, unsere Idee von einem begründbaren Dislike-Knopf ist da eigentlich... Ist eigentlich ziemlich cool. Natürlich ist die Idee cool, die kommt aber nicht von uns. Das ist die Idee. Aber die kommt von uns! Genauso wie E-Stand von Das Marker ist. Fand ihr so geil. Ja, er hat das groß gemacht. Ja, E-Stand ist ja auch von mir. Nein. Und Baftisch auch, oder was? Baftisch auch. Ja, Baftisch auch. So ein geiler Typ, der Typ. So lustig. Ding, 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 ding. Jetzt sehe die Sonne im Hintergrund, ohne. Also Krasinio durfte ja auf der Gamescom nur mit Ring, ding, ding unterschreiben, gell? Wieso? Ja, keine Ahnung. Jeder wollte, dass er mit Ring, ding, ding unterschreibt. So, jetzt kann ich schreiben. Ey, ich hab voll Nase in den Haar. Nee. Ah, gibt's hier Schichtwechsel auch die Augen. Erstmal hier die ganzen einfache Karten abhacken. Junge. Können wir eigentlich mal das Let's Play auch noch größer machen, nämlich neben den normalen Karten vielleicht auch mal vielleicht ein paar Karten runterladen, um wirklich die ganze Pracht des Trials zu zeigen. Also, wer es noch nicht weiß, Trials Evolution ist ein Xbox-Exklusivspiel, das heißt, man kann es nur auf der Xbox spielen. Es kostet nur 12.000 Microsoft-Punkte im Xbox Live Store. Da wollte er gerade sagen, er ist MLG, wenn er es noch schafft. Hat er aber leider nicht. Nein, ich wollte irgendwie einen Backflip machen. Es kostet 12.000 Punkte im Xbox Live Store. Das heißt, es sind 15 Euro. 15 Euro für dieses Spiel ist ungefähr wie, als würde man einmal in den Xbox Live Store kacken. Mein Glück ist 15 Euro wert. Und ich habe die gekauft. Ich habe die gestern auf eBay ersteigert. Ich weiß, ich kenne die nur. Der hätte mir auch einfach vor die Haustür scheißen können, aber ich meinte, sie ersteigern zu müssen, damit sie kein anderer Typ ersteigern kann. Ja. So viel zu Trash Let's Plays, ne? Le most trashige Let's Play. Ich hab grad sau Bock auf Energy. Können wir gleich... Wann gehen wir zu Easy? Weiß ich nicht. Er macht gruselige Sachen mit seiner Zunge. Ja, nein, nein. Mach ich gar nicht. Ist das Riesenroute? Nein. Bist du eigentlich voll... Aber es gibt eine Stelle auf Riesenroute, die sieht so aus. Naja, mehr oder weniger. Das ist erhebendes Gefühl, oder? Kannst du gut lesen von gerade eben. Nein, nein. Aber da nein, hinten, nein, da hinten ist... Ich weiß. Habe ich nicht gelesen, aber da hinten ist doch dieser Lift, oder? Ich weiß. Oh. Ja, ja. Rengdengdeng. Rengdengdeng Krieger. Also man kann die Karte auch abkürzen, wenn ich nicht weiß. Mach aber. Wenn man an einem bestimmten Punkt Gas gibt, dann fliegt man da rechts. Alter, mit dem Finger ordentlich wieder gezeigt, der Great Master M. Dann fliegt man da mit dem Moped durch so eine Lücke durch und ist man tausendmal schneller. Aber das ist risky move. Ne? Nifty, nifty, nifty. Nee, rifty. Risky, rifty, nifty. Sag mal, was ist eigentlich gerade für ein Helikopter? Der ist auch wie eine Libelle. Ja und? Ist was gegen Libellen, ne? Ich bin ein Nazi, ich diskriminiere Libellen. Libellen? Libellen. Ihr werdet auch noch sehen, dass wir später noch Karten wiederholen müssen oder auch in den Technikparcours und in Wettkämpfe machen müssen, um mehr Medaillen zu bekommen, weil um gewisse Sachen freizuschalten, braucht man halt eine gewisse Anzahl an Medaillen und das ist dann doch ganz schön haarig, wenn man das machen will. Oh, freue ich mich ja schon auf das Wrack. Ja, das wirst du mit Sicherheit schaffen. Vielleicht habe ich ja Glück und der Kelch geht an mir vorüber. Was geht an dir vorüber? Ah ja, dass ich nicht spielen muss, hast du vielleicht gerade an der Reihe. Also entweder spielst du das Wrack und Inferno oder du spielst Feld und Pharaosen. Das ist ungefähr so, als müsste man zwischen... Keine Ahnung. Arg! Ich muss schon sagen, ich streng mich hier nicht so wirklich an, ich will immer nur die Karten hier weghaben, diese einfachen. Ach so, streng er sich nicht an, ne? Weil normalerweise... Normalerweise würde ich weg. Wäre ich im Ziel direkt, nachdem ich das Motorrad ausgewählt habe. Ja. Hier, sind wir alle ordentlich am Schreiben, wenn wir nicht spielen. Ja, ich finde das ja irgendwie ziemlich funny gerade. Ja. Hier ist immer Märchen auf Gelb. Weiß ich nicht, mal war es nicht. Guck mal, hui! Das ist das erste Mal Lüftel vor Labyrinth. Und da war gerade so voll die Fledermaus. Ich habe sie voll geschweifelt. Das ist so lang. Das ist ja auch Märchen. Ich finde ja auch den... Wie macht man Dubstep? Nimm eine CD und kratze über die Straße und leg sie ein.
Oder viel geiler, dieses eine Facebook-Bild. Ey, wollen wir jetzt mal dahinter hängen? Da müssen wir rein. Okay. Viel zu viel Arbeit. Oh. Wer hier sich selbst voll gisst, nur weil er hier gut fahren kann. Die Karte finde ich auch sehr schön designt, das muss man schon sagen. Ah! Und man hört natürlich das bekannte Trials-Geräusch. Ja. Also ich muss sagen, dass mir die Karte hier einfach nur total sinnfrei finde, aber jo. Ist ja alles eine Ansichtssache. In unserer WhatsApp-Gruppe wurden wieder Nachrichten gespammt. Wer geht denn zu easy? Me, ich, moi aussi. Scheiße. Rate mal, von wem Scheiße kam. Ja. Godzilla. Von Godzilla. Was machst du denn da? Ich dachte, ich müsste da hoch Bunny Hop. Jeder denkt bei dieser Map, dass man da hoch Bunny Hop muss. Sind denn alle so mongolitisch veranlagt oder was? Nein. Ich konzentriere mich. Nur Bunny Hop. Ja, easy. Ja, easy gehen wir halt ab, denn die Party gehört ab, denn so wie heißt easy, weil wir Party-People haben wir schon erwähnt. Ja, und das wird hoffentlich easy. Ah. Na, na. Hey, ich hab den iPod nicht gewonnen. Ich auch nicht. Was für eine Nummer hattest du denn? Keine Ahnung, ich hab 124 und 200 irgendwas. Warte, ich will doch mal gucken. Warum hast du zwei Karten? Einen für dich und einen für deinen Penis, oder was? Ja, die kommen normalerweise nicht getrennt rein. Tim und mich. Ich erwarte schöne Fotos. Ach so, die Anerkach macht dir sogar Pics, gell? Wer ist die Anerkach? Godzilla. Ich bin... Wow. Ja, hab's kann. Wie viel brauchen wir denn noch? Ach nee, das hatte ich schon fertig. 25 Medaillen und fehlt noch eine. Dann fahre ich mal schnell die Map hier einfach auf, ne, Gold. Hm. Ja, das hat er eben schon angesprochen. Er ist natürlich professionell und kann euch voraussagen, was passieren wird. Ha, ganz in der Mitte. Hört er das? So, hat er gehört. Spieler hier die Karte. Hab ich die gespielt? Ja, hast du. Aber du hast den Fehler gemacht. Tja. Deswegen ist der Großmeister Ender jetzt mal die Fehler ausmachen. Eine Goldmedaille zählt wie viel? Nein. Weil du hast ja dann Bronze. Ja, ja, klar, habe ich mir schon gedacht. Ich dachte, das wäre sinnlos, wenn eine Goldmedaille einzählen würde und so einmal Bronze. Wenn man es durchgespielt hat, kann man dann auch für die Maps noch Platin-Medaille nehmen. Aber ich muss sagen, dass ich auf meinem richtigen Account erst eine Platin-Medaille habe. Also. Das wahrscheinlich für Strandgut oder sowas. Nee, für Betriebshof. Und scheiße, falls nur eine Silbermedaille, egal, reicht. Müsste reichen, ja. Ja gut, da können wir die B-Lizenzprüfung, das ist 450er. Die kann ich dann machen, gell? Ja, kannst du jetzt machen. Miau, wäre schon am Geiern. Wie lange nehmen wir eigentlich auf? Nehmen wir alles ein Stück auf oder nicht? Wir nehmen alles am Stück auf. Alles ja, ein können Stück. Ja, könnt ihr euch eure Cuts einfach denken, müssen wir halt nachher ein bisschen gucken. Ich cut einfach an irgendwas, wenn einer von uns mal ganz silent befress hält. Ne? Suse, ihr seht schon, Le Great Master, der Bunny Hop 1, ne, das war jetzt der falsche, den du gemacht hast, aber jo, der Bunny Hop 2. Kann man halt beides genau gleich machen. Dynamische Objekte, gibt's auf 5 Millionen Karten, die... Ja, die gibt's ungefähr, glaube ich, auf 2 Karten. Ah, hier! Skills! Ah, oh, Jungs, das nennt man hier professionelles Gebäsche. Bäschen, Alter, bäschen oder was? Die A-Lizenz ist jetzt nur noch die 250er. Schreibt die Alten mir denn eigentlich LOL, ey? Wer schreibt LOL? Le PNR? Das ist auch geil, man kennt ja so ein Mädchen, ich nenne die immer nur PNR. Weil die auf Facebook halt PNR heißt, abgekürzt. Der hat ihren Namen mit PNR abgekürzt. Ich weiß nicht. Egal. Das sind seltsame Leute aus ihrem Nachnamen irgendwie alle Selbstlaute raus, dem ein Kluch noch entsteht. Ja, K. Wie heißt schon? Kluch. K-L-R-N-E-R. Nee, K-L-R-N-R. Nee, K. Alter, was ist denn hier eigentlich los, ey? K-L-E-R-N-E-R. Also es fährt übrigens gerade der Chris nur alle. Ja, genau, ich fahre nämlich, weil ich auch garantiert nicht eben die Prüfung gemacht habe. Ich sitze hier nebendran, ja. Und gucke zu. Und das ist sogar ernst gemeint. Wenn ihr für unsere aufmerksamen Zuschauer, die werden wirklich merken, dass gerade der Maler fährt und versucht mich zu rollen und seine minderwertigen Fehler auf mich zu schieben. Ja. Das recht. Ist ein Scherz. Das ist so ein Scherz, dieses minderwertige Dreckspiel. Hey, fängt das an, ihn mit 13 schon aufzuregen. Ist geil, oder?
Das ist geil, Kinder. Das ist nicht geil. Hier, kannst du jetzt, wie auf der Kirmes kannst du jetzt spielen. Wie auf der Kirmes. Der boxt nicht. Marlon, ganz ruhig. Warum hast du dich eigentlich gerade so aufgeregt? Du hast 4 Fehler gemacht. 4 Fehler, Junge? Auf so einer Map? Die war ich mit Augen zu. Wie fährt der mit Augen zu? Der gibt einfach nur Gas. Gas. Genau. Ja, guck, ich gebe jetzt einfach mal nur Gas. Meine Hände tun weh. Vom? Von was tun deine Hände weh? Von mit den Händen gegen die Hände hauen. Ah, hier, hast du gesehen, Nifty Moves. Junge, kannst gar nicht. Wie auf der Kirmes war jetzt wie eine Achterbahn ist. Nee, ist nee, ich hatte mal gedacht, dass die Karte so eine Karte über so einen Rummelplatz wäre, aber stimmt, ist ja eigentlich nur wie eine Achterbahn. Höh! Sonst wird die Karte auch Kirmes und nicht wie auf der Kirmes heißen. Yo, fuck, was ist das? Wenn ihr auf dem Rummelplatz. Marlon being funny. No funny? No funny? Blöd. Blöd. Wir sind sau schlau. Ist dir eigentlich schon aufgefallen, wie viel Inhalt wir heute schon in dieses Commentary verbracht haben? Verbracht. Rimmer. Ach scheiße, ich glaube die Karte geht da weiter, oder? Ja, geht's ja auch. Oh gut. Alter, da waren ja ganz schön viele Flips für die Abonnenten. Ja. Hier. Goldmedaille, Kinder. Goldmedaille. Medaille. Ja. Zeigen wir sich die Bahn-Skills. Dann lässt mal den Großmeister wieder ran, weil diese Karte ist so schwul. Die hat was von fliegende Fische, oder? Nein. Ein bisschen was. Fliegende Fische geht auch durch eine Kläranlage. Ja, mehr oder weniger, aber fliegende Fische geht auch mehr über so ganz viel Wasser. Und auf dieser Karte sind nur diese minderwertigen Hops-Dinger. Gib dir das doch mal. Ich finde die sau cool. Ich liebe die Karte. Wieso bin ich jetzt nicht nach oben geschossen worden? Ja, weil du hattest den falschen Winkel. Du musst auch das ganze Motorrad unter die Wucht des Wassers bringen. Alter, guck so. Genau so. Ich finde es sau berechenbar. Ich weiß, ich bin die Karte auch schon sau oft gefahren, weil ich ja immer wieder probiert habe, die Goldmedaille auf dieser Runde zu ziehen. Ich finde die Karte sau cool. Kann ich nicht nachfinden. Ah ja? Wollen wir mal irgendwie Inhalt in das Kommentar bringen? Oh, das war natürlich, das war sau-skillig. Guck, ich hasse das an dieser Karte. War aber logisch, dass es sich nicht hochspült. Ja, aber das ist einfach so nervig. Genau an dieser Stelle verkacke ich mir immer die Nullfehler. Oh. Es nervt einfach nur. Bin schon wieder traurig. Das sah die Borsten am Kopf. Danke. Danke, Christopher. Ja. Christopher. Jahre von den Fehlern aus. Übrigens, wenn ihr cool seid, schreibt jetzt alle mal in die Kommentare Vampi. Chris Spitzname ist nämlich Vampi, weil er eine fette Wampe hat. Vampi, Wampe, Vampi, Wampe. So. Mann, und das war jetzt gemein, das glaubt ihr nämlich. Nee, du hast ja keine, aber du bist eine Wampe. Hä? Hä? Wie, hä? Oh Junge, es geht jetzt schief. Lass uns nur rollen. Es geht schief. Boink! Hier ist Boinking. Le Marlon trying to make 2 bucks. Ey, hast du le commentary the hardest part of being an adult gesehen? Nein. Sau philo. Wieder ich hab mir das viel philosophische Commentary von iPornstar for Hire angeguckt. Where do babies come from? What? Yeah! iPornstar for Hire hat ein Commentary gemacht. Ja, weil ich hab... Der Anfang war ganz lustig, da war erst so, da wurde halt erst so gezeigt, ja, hat so, also halt mit Battlefield 3, wo kommen Babys her, und dann wurden so, halt so irgendwelche komischen Sexszenen mit einem Versorger und einem Pionier gemacht, das war weird as fuck. Warte, ich werde angerufen, mach mal weiter hier. Mach mal eh jetzt mal die Karte. Ja, einen Moment. Und das Fazit der Karte, das Fazit des Commentaries war dann, dass Kinder von Spawn Beacons kommen. Ah ja, schon ganz lustig, also ist eindeutig philosophisch als Tubax. Aber Tubax ist ein toller Philosoph und hat das, glaube ich, auch studiert. Und jetzt kommt der Marlon wieder rein. Haben wir eine gute News? Willst du? Nee, doch, kann ich schnell zu Ende fahren. Nee, kann ich nicht. Doch, komm, kann man das gerade mal. Zu Ende, dann beendest du die Aufnahme, ich muss nämlich jetzt kurz weg. Wohin? Meinem kranken Bruder, der im Krankenhaus liegt, die PS3 geht. Das heißt, ich muss zu meinem Vater nicht schnell abbauen. Aber ich fahre nicht dran, sondern ich muss ihn abbauen. Und, Soll ich so lange hierbleiben oder soll ich mitkommen? Nee, du kannst ruhig hierbleiben.
Kannst schon mal mit meinem anderen Account beginnen. Mach einfach Pause jetzt nach der Karte. Und deswegen sage ich schon mal, bis zum nächsten Part, der wahrscheinlich der gleiche Part sein wird oder sowas. Ja. Ne? Vor euch gibt's eine Magic Transition. Und ich werde mich dann auch demnächst verabschieden, weil ich hier hart abfällen werde. Also soll ich nicht mitkommen oder so, ist mir Wurst. Egal, wir können Energy kaufen gehen. Ja, dann fahren wir jetzt mal zusammen, ne? Deswegen Energy kaufen. Hau da rein bis in 0,10 Sekunden. Ja, bis...